So, ein herzliches Willkommen zurück. Ich hoffe, diesmal auch wieder mit ja, ordentlich stabilem Bild. Gute Frage. Kann ich eigentlich, während ich eine Aufnahme starte, auch schon, schon reingucken? Habe ich noch nie probiert, so direkt. Doch, sieht's halt. So, ein herzliches Willkommen zurück. Ich hoffe, diesmal. Ja, scheint zu funktionieren. Easy. Ach ja. So, genau. So. Wir sind gerade bei Folge 97. Morgen schaffen wir also die 100. Folge. Oh mein Gott. Ach, seht ihr. Was ich machen wollte, ist, damit wir endlich mal hier ein bisschen ein paar Tiere haben, wollte ich mich. Nein, das mache ich in einem neuen Fenster. Ein bisschen groß hier, so dass ihr auch alles gut sehen könnt. Wobei, warum eigentlich? Ist auch egal. Das da. So. Ah, sehr schön. So, okay. Und zwar. Und zwar die vom Server 3, bitte. Perfekt. So. Mob Chance Multiplier. Setzen wir mal auf 1. Genau. Setzen wir mal auf 1 und dann, nein, VNC. Starten wir mal den Server neu. Ich hätte mich gerne mal ein paar Tiere auf meinem Server. So, was genau ist jetzt? Ah, oh ja. Ja, X11VNC hat einen kleinen Bug. Und zwar staut sich quasi in X11VNC irgendwas an. Deswegen, wenn man sich längere Zeit nicht mit VNC verbindet, die das nächste Mal verbinden sehr lange dauert und man hier auch eine relativ hohe CPU-Auslastung hat. Also er scheint da irgendwas abzuarbeiten, was auch immer. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, ist auch egal. Es funktioniert trotzdem. Das ist das Wichtige. So. Genau. Das ist mein Create-Server. Nein, das ist mein Create-Server. Dann starten wir den mal neu. So, jetzt mit einer extrem hohen Tier-Spawn-Rate. Ich hoffe, das bringt irgendwas, dass wir jetzt endlich mal Tiere sehen. Eigentlich hatte ich, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, war die Spawnrate mittlerweile schon auf ein Zehntel runtergesetzt. Also hochgesetzt. Also eigentlich schon abartig hoch. Weil ich meine, bei 1, das spawnt in der Regel, also bisher, wenn ich über Singleplayer gespielt habe, da sind bei der klassischen Spawnrate, also Spawn-Multiplikator oder Chance-Multiplikator, wobei es ja technisch gesehen eigentlich ein Divitator, Terminator ist, weil quasi die Zahl unter dem Bruchstrich erhöht wird, ist nämlich 1 durch x und wir erhöhen quasi den x-Wert. Das heißt, ist nicht das Zehnfache, sondern das ein Zehntel, was ich hatte. Und ein Eintel, wie es halt standardmäßig ist, das spawnen unendlich viele Tiere. Und deswegen dachte ich, so ein Zehntel sollte locker ausreichen, aber mit ein Zehntel, das spawnt ja gar nichts. Jetzt will ich mal gucken, wenn wir mit dem ganz normalen Wert arbeiten, also ein Eintel, ob wir dann ein bisschen mehr Glück haben und auch, und auch mal ein paar Tiere sehen. Das wäre echt eine Offenbarung, wäre das. So, jetzt mal hier. So. Ja. Damit wir endlich mal ein bisschen Milch bekommen, hatte ich nämlich getestet gehabt, weiß ich gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich habe mal einfach ne, ein paar Tiere verprügelt. Vorzugsweise Kühe. Und ja, es hat funktioniert. Wenn du Kühe mit einem Milcheimer verklopfst, bekommst du Milch. Das ist ja schön. Aber wir brauchen halt erstmal Kühe, ne? Deswegen jetzt unsere nächste große Aufgabe ist Tiere. Und das weiß ich gar nicht. Wenn wir Tiere sammeln, sollten wir erstmal einen Stall bauen und dann alles andere.
So, jetzt gucken wir erstmal, ob überhaupt irgendwie Tiere spawnen. Eigentlich sollten ja Tiere spawnen. Eigentlich sollten die ganze Zeit schon Tiere spawnen. Haben sie aber auch nicht getan. Von daher, ja, gucken wir mal, ob jetzt Tiere spawnen. Also noch sehe ich hier gar... Ich meine, ab und zu hatten wir ja vereinzelt Tiere, aber wirklich ultra selten. Wie gesagt, was ich persönlich auch vermute, ist, dass Tiere wirklich nur auf Grasblöcken spawnen. Heißt also, auf so ein Zeug hier spawnen sie gar nicht, sondern wirklich nur auf diesen reinen Dirt with Grass Blocks. Und da die meiste Fläche halt aus solchen Blöcken besteht, aus den Übergangsblöcken oder solchen Blöcken, dass wahrscheinlich deswegen hier so wenig Tiere spawnen. Aber hier ist ja eigentlich alles grün, also hier müssten Tiere spawnen. Und selbst mit dem hochgesetzten Multiplikator, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich meine, ich weiß es mal ein bisschen, vielleicht... Aha, da haben wir doch eine... Ist das direkt eine Kuh? Oh, geil. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das heißt, ich werde auf dem Server hier erstmal die Spawn-Chance von 1 lassen. Ja. Mindestens fürs Let's Play. Mal gucken, im normalen Alltag. Halt, was soll ich denn? Ich wollte doch Heu holen. Mal gucken, ob ich hier nur die Tiere auch anlocken kann. Das wäre ganz famös. So, wovon aber am meisten? 140, 160, 160 und 100. Jetzt weiß ich nicht, ob die Tiere wirklich das brauchen. Ich hole mal, ne, so hier. Und dann brauchen wir auch noch Holz. Hier haben wir kein Holz. Wir bräuchten halt auch erstmal einen Stall, wo wir die Viecher unterbringen können. Ich meine, ich kann mal gucken, ob wir überhaupt anlocken können. Eigentlich funktioniert das mit dem Anlocken, dass wenn man das in der Hand hält, was sie am meisten mögen, dann kommen sie auf einem drauf zu. Wo ist das der jetzt? Hallo? Vertragen die kein Wasser? Sterben die hier oder was? Obwohl, die Spawn habe ich eigentlich ausgeschalten. Also die Spawn dürften sie nicht. Tun sie aber scheinbar. Weil ich sehe auch kein Fleisch, was hier irgendwie, ne? Also, wenn die sterben, droppen ja normalerweise Fleisch oder Leder bei den Kühen. Keine Ahnung, was die droppen. Na super. Gut, dann bauen wir erstmal unseren Stall. Die Frage ist, bauen wir den Stall direkt bei unserem Haus dahin? Würde sich eigentlich anbieten, ne? Gut, dann räumen wir da erstmal ein bisschen auf, räumen da mal ein paar Bäume weg und dann setzen wir da mal einen wunderschönen Stall hin. Ja, guck mal, es kommen jetzt wirklich kaum Tiere. Bei meinem Singleplayer-Let's Play, da wurde ich quasi von Tieren überschwemmt. Und jetzt? Also, wir haben jetzt schon eine Kuh gesehen, ja, ist schon viel, aber eigentlich auch wenig. Ultra wenig. Naja, wie gesagt, wir räumen hier hinter unserem Gebäude auf und dann gucken wir mal. Hier die ganzen Bäume mache ich jetzt mal alle weg. Die habe ich schon wieder aufgelassen. Sehr schön. Axt. So. Mal bauen wir das direkt hier ran. Doch, würde ich sagen, ne? Macht Sinn. Da kommst du ab. Achso, die, ja. Darf ich das? Hilft das? So, du kommst auch noch weg. Wir könnten sogar in der Weide ein paar Bäume stehen lassen. Aber nee. So, ich würde mal sagen, die Bäume hier nehme ich auch noch weg. Dann kann das Ding bis weiter nach hinten gehen. So, was wir jetzt brauchen, sind Zäune.
Holz. Da haben wir ja direkt das Holz, was wir brauchen. Weil ich würde auch gerne das helle Holz nehmen, weil das dunkle Holz passt hier einfach farblich nicht hin. Das heißt, wir brauchen Stöcker. Was haben wir denn an Holz alles da? Oh, ich sehe gerade, wir sind auch gerade schon wieder am Verhungern. Mal wieder. Der letzte war schon zu viel. Egal. Vielleicht war auch schon der vorletzte zu viel. Keine Ahnung. So, Holz. Nein, da Holz ist hier unten. So, dich brauche ich. Ach, wir haben sogar noch ein bisschen direkt Holz dabei. Egal. Haben wir noch Holzbretter da? Haben wir auch noch. Siehste. Brauche das Holz hier noch gar nicht opfern. So, was wir brauchen, wären Fans. Das da. Dann nehmen wir einmal. Wie viele nehmen wir denn da? Ich würde mal sagen, wie groß sollte unser Gatter werden? Also 10 mal 10 mindestens. Das heißt, ich brauche 80 Stück, weil ich will 2 Zäune übereinander bauen. Wir brauchen also definitiv noch mehr Holz. Ja, wir brauchen definitiv noch mehr Holz. Das war gerade richtig dumm. Ach, scheiße, die Wand. Aha. Leck mich doch einmal am Arsch. Ah, super. Okay. So. So. Davon brauchen wir. Ach so, siehst du, ich will ja gerne wieder mit diesen Zwischendingern machen. Ne? Also hier mit den Dingern will ich ja wieder arbeiten. Bietet sich das bei diesen Tiergehegen an? Kommen die da durch? Eigentlich dürften die ja nicht durchkommen. Also ich hoffe es. Ne? Wir machen erstmal 40. Hat ja gut funktioniert mit den 40. Also ein Träumchen. So, und jetzt, wie gehen die Dinger? Ach so, okay, so war das. Das heißt, ihr kommt raus. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, da. Und jetzt brauchen wir. Ja, so ungefähr. So, und dann brauchen wir noch so ein komisches Gatter. 2 Stück sogar. Sehr schön. So. Rest kann zurück. Rest kann wieder hier rein. Dann, da, dann, dann. So, Blätter kann ich hier auch gleich mit reinschmeißen. Hier auch. Sehr schön. Du auch. Sehr schön. So. Oh, so Ehren ist gerade noch gekommen. Hi. So, oh, noch ein bisschen Erde. Lass mich durch, bin Arzt. Schon wieder Fischkiste. Danke. Hier mal diese kleinen Dinger hier wegmachen. Sieht ja scheiße aus. Obwohl ich das Gefühl habe, dass sie gar nicht mehr zuwachsen. Liegt hier einfach noch Stuff rum, ich glaub's ja. So, okay, unser Gehege. Eigentlich ist das jetzt sogar ein relativ guter Eingang fürs Gehege. Ja, doch, können wir so lassen. Können wir hier noch einen Weg lang bauen? Das heißt, das Gehege. Ich lasse hier 2 breit frei. Dann würde ich das Gehege tatsächlich gerne so ranbauen. Die Frage ist: Machen wir ein doppelbreites Gehege? Hätten wir quasi 2 breit, 2 hoch. Ich weiß nicht, wie das optisch aussieht. Garantiert scheiße. Zumal ich auch gar nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert. Und bei meinem Tool ging es ja, dass man dann in der Mitte auch durchlaufen kann. Ja, okay, funktioniert. Sehr schön. Dann können wir das also tatsächlich so machen. Dann machen wir das auch so. Das war genau falsch rum. So. Achso, ich brauche natürlich noch welche. Das. Ich habe natürlich ganz weggepackt. Ach Mann. Ja, da. So, Dankeschön, 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 Dankeschön. Ach, was ist das denn hier unten? Kreaturzaun. Was machen die anders?
Kann natürlich sein, dass die jetzt irgendwas anders machen. Die Sache ist, dann können wir die Dinger gar nicht mehr verwenden. Wahrscheinlich. Können die hier gar nicht rüberspringen? Heißt also, wär natürlich geil, wenn die hier dann, wenn wir hier nur einen hohen Zaun einbauen müssten. Weißt du was, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dankeschön. Was? Du, Folge 67 vom Let's Play war krass lustig, wie du dich verrechnet hast mit den Gleisen. Lass mich meine Gleise in Ruhe. No, keiner mag mich. Alle hassen mich. Ich wusste es. So, du kannst wieder weg. Dann brauchen wir das nochmal. Dankeschön. So. Dann brauchen wir doch nur zwei Tore. Sehr schön. So. Ja, man kann nicht überspringen. Ach, das ist als ganzer Block jetzt sogar. Okay, dann könnt ihr da definitiv nicht überspringen. Ja, sehr schön. Schade finden, aber sich drüber lustig machen. Interessant, interessant. Ne? Werde ich dir dein Leben lang vorhalten. So, ja gut, dann funktioniert es schon mal mit dem Zaun wirklich relativ gut. Ich meine, gut, hier mit dem Gitter, mit dem Gatter, vor allem da kann man wieder rüberspringen, ne? Ah, scheiße. Ja, und Mopfgatter gibt es wiederum nicht. Mopfenstop. Zaungeländer, Schmiedeeisen, Home Dekor, okay. Zaungeländer. Auf Messing, Alter, ihr habt ja Langeweile. Ist ja ein bisschen. Wenn es hier für keine Gatter gibt, wie soll man denn da jetzt. Ne? Ich meine, wir können doch einfach ohne Gatter probieren. Wir müssen halt Tiere nur erstmal irgendwie reinbekommen. Ja, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. So, wie breit sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Machen wir mal 11. Dann haben wir nämlich eine Innenfläche von 9. Wirkt erstmal asymmetrisch, ermöglicht uns aber später mehr Möglichkeiten beim, ne, wenn wir irgendwas in die Mitte setzen wollen oder das ganze Zaungedöns in ein paar Teile teilen wollen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt bin ich raus. Was? Markus, wir haben 44 Zäune. Das heißt, wir bräuchten eine Breite von 12, weil wir die alle unterbringen wollen. Oh, da bleiben halt ein paar übrig. Ebenfalls 12 von der Breite wieder scheiße. Also brauchen wir immer eine Breite von 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Ja. Ah, perfekt funktioniert. Ich bin stolz auf dich. Das waren jetzt 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, oh, 10. Ja gut, da ist jetzt natürlich, sorry. Ich hasse dich. Bitte gehen die weg. Achso, ha. Jetzt wären wir beide nicht mehr rausgekommen. Das wäre nicht so gut gewesen. So, jetzt haben wir so wunderschönes kleines Zäunchen. Wie wir selber reinkommen wollen, dann später habe ich keinen Plan. Die Sachen, die drinnen wachsen, können drin auch bleiben. Das schafft ein bisschen mehr Atmosphäre. Haben die Tiere ein bisschen was zum Knappern. So, und jetzt sehen wir die restlichen Gitter mal durch. Das geht sogar tatsächlich, ich glaube das nicht. Okay. Ja. Und da würde ich mal sorgen, suchen wir uns mal ein paar Tiere. Ich weiß noch nicht, wie ich die übers Wasser bekomme, vor allem wenn sie im Wasser sterben. Weil ich sie hat schon wieder keine Tiere. Was ist denn hier los? War die eine Kuh jetzt hier ausnahme oder was? Könnt ihr doch nicht machen. Was ist hier los? Ich hab mal Weizen bereit.
dass sobald wir hier was finden, also ich hätte gerne mindestens Kühe, auf jeden Fall mindestens Kühe. Wenn wir finden auch noch andere, also ne, Kühe als Nutztiere für Milch. Ansonsten kann man natürlich auch noch Schlachttiere haben, so wie Schlachtsahne, Spaß, Schweine oder weiß nicht, ne? Sowas in die Art. Warum fällt der Baumstamm mir nicht runter? Der müsste, egal. Der hält sich gut auf im Gleichgewicht. Wollt ihr mich verarschen? Kein einziges Tier? Was ist hier los mit euch? Also da kann mir keiner erzählen, dass es an der Spawn-Chance liegt. Weil die ist jetzt auf 1. Die ist original eingestellt. Aber trotzdem spawnen hier keine Tiere. Du fragst, was? Du frage, ich will gerne langsam anfangen, auch so Schienen legen. Und jetzt Frage für nachher, bekomme ich die Rechte, damit ich sie platzieren kann? Hast du sie? Achso! Ah, ich dachte gerade für ihren Server, aber ich glaube, das meint auf dem Server hier. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Rechte braucht man dafür nochmal. Briefs. Trackbuilder. Klar. Wir haben Briefs, ne? Das heißt, ich kann jetzt auch, glaube ich, zu ihren direkt Rechte geben. Zu ihren. Wie hieß die Kappe? Trackbuilder. Ja, mit O. Ach, Grand. Hoeren. Track. Builder. Geh erst auf Höhlentour. Yeah, hat funktioniert. Bitte. So. So. Erde an Tiere. Hallo. Hallo. Das kann nicht sein, dass hier kein einziges Tier spawnt. Ich weiß jetzt gerade doch nicht, ob man den Multiplikator auf unter 0 setzen kann, also auf 0,5 oder, ne, weil die Frage ist halt, wie diese Zahl eingelesen wird. Wenn sie als Integer eingelesen wird, dann wäre das natürlich nicht möglich, weil dann wäre 0, noch was. 0. Und wenn man irgendwas mit 0 multipliziert, ergibt es 0. Das heißt, wenn unter dem Bruchstrich dann 0 steht, stoßt das Programm ab oder der Lua-Code oder wird gar nicht mehr ausgeführt, je nachdem, ob eine Protection drin ist oder nicht. Also entweder stürzt die Mod ab oder das gesamte Spiel. Also geht auf jeden Fall dann nicht. Es wird halt nur dann gehen, wenn das Ganze halt als Float-Wert eingelesen wird. Das weiß ich jetzt aber nicht. Aber ganz ehrlich, das müsste auch so gehen. Ich meine, wir haben jetzt die Spawnrate jetzt auf Maximum vom normalen her. Hier werden ja wohl ein paar Tiere auftauchen, oder? Was ist denn hier los? Oh, hier ist noch Sand. Ich glaub das nicht. Ich glaub das gerade nicht. Das kannst du mir erzählen, ja? Geht doch hier nicht mehr mit dem rechten Ding zu. Ja klar, geh jetzt mal ins Wasser. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich meine, gut, es könnte jetzt tatsächlich sogar an zu wenig Licht liegen, weil wir gerade eine bewölkte Bewölkung haben. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht, weil vorhin ist ja eine Kuh gespawnt. Warum ist überhaupt andauernd bewölkt? Ich meine, ab und zu ist ja mal ganz cool, aber irgendwie immer, wenn ich da umgucke, ist bewölkt. Ist wie im Echten. Guck, auch komplett bewölkt. Ja, Tiere. Wie kommen wir Tiere ran? Ich habe absolut keinen Plan. Sag mal. Das kann ja irgendwo nicht mit rechten Dingen zugehen. Apropos, können wir hier mal bei unserem, ne, hier mal ein bisschen aufräumen. Die haben wir ja scheiße gebaut gehabt. Ja.
Hä, nee, ich war nicht so richtig. Wo waren das, wo wir zu viel gepflanzt hatten? Wir hatten noch irgendwo viel zu viel gepflanzt. Da hatten wir doch immer anderthalb Felder gemacht. War da gerade ein Tier? War da gerade ein Schaf? Hallo? Hallo? Kann es sein, dass die Spawning immer noch an ist? Warum auch immer? Ich habe zwar ausgeschalten, eigentlich auf allen Servern, aber wo ist es jetzt hier? Da. Kaffeebohnen. So, also Kaffee haben wir jetzt mittlerweile mehr als genug. Also so viel, dass wir jetzt zum ersten Mal den Kaffee auch verwenden können tatsächlich. Aber was war jetzt das, wo wir hier falsch eingepflanzt hatten? Ach, das hier war's. Okay, genau. Hier, Mohren. Du kommst weg, 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 du kommst weg. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt. Also kommt ihr noch weg. Und dann ist alles so, wie es sein soll. So, kommst du uns wirklich mal ein paar Tiere? So rein zufällig vielleicht? Aber das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Na gut. Folge müsste glaube ich auch schon fast rum sein. Dann, wo bin ich hier? Oh, das Ding war noch offen die ganze Zeit. Gut. Heute schon sollte es rum sein? Glaube ja. Gucken wir mal nächste Folge weiter. Ja. Gut, in dem Sinne, schau mit V. Bis dann. Tschüdelü. Ist die Kamera überhaupt richtig? Die sieht gerade so schief aus. Aber doch, geht. Okay. Gut. Bis dann.